Merci. Frühstück. Das hier ist so ein Chia-Himbeer-Pudding. Ich habe einfach noch Banane und Granola drauf gemacht. Und dazu einen Kaffee. Yep. Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Freitag und ich muss gleich los in die Schule. Ich glaube, es ist schon voll spät. Ja, wir haben schon 7.21 Uhr. Viertel vor 8 muss ich dort sein. Und ja, ich werde dieses Wochenende ein bisschen vloggen. Und zwar werde ich nach Berlin fahren, weil ich habe jetzt erstmal eine Woche lang Herbstferien. Und genau, da gehe ich eine Freundin besuchen. Da kommt auch noch eine andere Freundin. Ich kenne die beiden aus dem Internat und ich habe die mega lang nicht gesehen. Deswegen, ich freue mich unnormal. Und ja, ich dachte, das sei interessant. Habe euch ja heute Morgen schon so ein bisschen mitgenommen. Und ja, es wird relativ stressig, weil ein Zug schon um 1 Uhr fährt. Aber genau. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Normalerweise mache ich das Radio dann aus, wenn es... Oder mach das Gleiche. Ja. So, Freunde, ich bin jetzt bei Vanessa angekommen. Und Lara ist auch da. Ich esse jetzt erstmal was. So, leckere Kürbissuppe, Alter. Ich habe so Hunger. Ihr könnt schon weiterreden, gell? Ihr seid so komisch, Alter. Marlena, wir haben Salat gemacht. Da fehlt immer noch. Was fehlt dir noch? Gerne. Wollt ihr? Ja, na klar. Immer rauf damit. Gerne. Ich hätte dir meine Mama was zu. Weil jetzt sieht es richtig fancy aus. Okay, wir sind jetzt bei Marlena im Zimmer. Und wir machen heute einen ganz gemütlichen Abend, weil... wir haben dieses Video übrigens schon viel mal aufgenommen. Deswegen ist es jetzt gerade mega weird. Und Marlena schreibt morgen noch eine Klausur nach. Das macht man in Berlin irgendwie samstags. Mega komisch. Ist es generell in Berlin so? In meiner Schule, glaube ich. Ich kann gerade sagen, das macht ja. Und deswegen gucken wir jetzt einfach einen Film, essen Schoko-Crossies. Und ja, ganz oder entspannt. Auch oder auch nicht. Ja, ein paar von uns hier verzichten auf Süßigkeiten hinter der Kamera. Aber ja, ich finde es sehr gut, dass es so entspannt ist, weil mein Tag war richtig anstrengend. Ach, Schnauze. Katz? Alter! Marlena hat auch eine Katze und die ist voll süß. Und ich finde den Namen voll knuffig. Minu. Minu! Das ist aber eine kleine Katze. Echt? Habe ich ihn immer rausgefunden. Die denkt sich so, was machst du da? Ich habe mich wie neugierig geguckt. Guten Morgen, Freunde. Heute ist Samstag. Und ja, wir haben schon lecker gefrühstückt gerade. Es gab Brötchen, war auf jeden Fall sehr lecker und Croissant. Und mittlerweile ist schon relativ spät, weil, ja, Marlena hatte gesagt, gerade noch eine Klausur nachgeschrieben. Und wir wollen heute ein bisschen bummeln gehen in Berlin und uns das alles hier so ein bisschen angucken und was essen gehen. Ganz entspannt. Also wir haben jetzt keinen bestimmten Plan, aber einfach ein bisschen rausgehen und gucken. Das Wetter ist mega schön. Und... That's the plan. Ich bin das so, mit wem redest du? Ja, mit meiner Kamera. Richtig. Yay. Ach so, und ich will unbedingt noch in diesen Laden, wo... Aua. Aua.
wo man so Keksteig essen kann, weil das hat Leonie mir empfohlen. Lara, da hat keinen Bock drauf, leider, aber ja. Nee, war gesund. Ja, die will einfach auf Süßigkeiten verzichten. Normalerweise bin ich die, die gesund ist und sie richtig viel Scheiße. Ja, Süßigkeiten isst du auch viel. Was? Ja, stimmt doch. Ich esse null viel Süßigkeiten. Und deine ganzen Videos, wo du 50.000 Süßigkeiten probierst. Ja, ja, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Sonst im normal esse ich wirklich nicht so viel Süßigkeiten. Wie werde ich jetzt meine Haare? Und ja. Genau. Das stimmt genau so. Ja. Wir sind gerade in so einem mega süßen Laden. Und wir wollen uns jetzt so Tee kaufen. Da kann man sich selbst in solche kleinen Tütchen abfüllen. Finde ich mega cool. Und dann kaufe ich mir noch so ein Glas, wo ich dann immer so mein Mittagessen mitnehmen kann. Finde ich auch richtig cute. Und yay! Wir sind gerade in einem Secondhand-Laden. Ich glaube, ich kaufe mir diese Jacke hier. Ich finde die voll cool. Das wird jetzt unser Englischprojekt. Wir sind gerade bei diesem House of Food. Es gab gerade Gratis-Pizza. Schmeckt auf jeden Fall lit. Jetzt gucken wir uns hier ein bisschen um und probieren die Sachen. Und gleich wollen wir auch was essen gehen. So, wir sind jetzt eine Kleinigkeit essen. Spreegold, oder? Heißt das? Ja. Das ist Spreegold. Spreegold. Ja, gerade auf diesem Food Market konnte man richtig viele Sachen probieren. Das war mega geil. Wir können sogar draußen sitzen, weil das Wetter mega schön ist. Die Sonne scheint. Richtig nice. Und ich werde mir jetzt eine Vegan Veggie Bowl bestellen. Das ist mit so Gemüsepasta. Habe ich noch nie gegessen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich finde, die können jetzt auch mal kommen. Ja. Was nimmst du, Marlene? Ich nehme eine Nudel. Eine Nudelsuppe. Und du, Lara? Ein Burger. Yummy. Meins sieht auch voll gesund aus. So, wir sind jetzt im Prenzlauer Berg gefahren mit der Tram und gehen jetzt einen Kaffee trinken und so einen Cookie-Dough-Laden. Leonie hat gesagt, ich muss da unbedingt hin, deswegen werden wir das jetzt machen. Und hier ist es mega schön. Guckt, richtig pretty sieht es hier aus. Voll cute. Echt, das ist lustig, auch erst auf Film. Dachte mir so, es passt, ja. Yummy. Mann, geil. Ich habe einmal dieses mit Peanut Crunch und einmal Double Caramel. Das schmeckt so geil. Ich finde beide so ein richtig lit. So, also jetzt wollen wir noch einen Kaffee trinken gehen. Und ich fand den Keksteig sehr, sehr lecker, aber der war mega mächtig. Also ich bin jetzt richtig, richtig satt davon. Ich sage nicht, du bereust es? Ja. Dass du den gegessen hast? Ja, sehr auf Diät. Das hat mich bereut. Das ist natürlich auf Lara versucht auf Zucker zu verzichten. Ja, wegen so einer Mini-Portion, das war ja gar nichts, was du gegessen hast. Ja, ich habe nicht mal die Hälfte gegessen. Ja, eben. Trotzdem, das war purer Zucker. Das ist nicht purer Zucker. Doch, das war purer Zucker. Aber ich würde ihm keine 10 out of 10 geben, ich würde sogar geben 8. Und ich weiß auch nicht, ob ich wieder hingehen würde. Also es war nice so zum Probieren. Aber ich fand es nicht so übernice. Leonie. Also Leute, wir sind jetzt gerade beim Alexanderplatz. Zeig es mal bitte das Schild. Warte. Ja, genau. Und hier ist der Fernsehturm. Looking sexy. Und jetzt gehen wir zu den Hackfinger Höfen. Scheiße, wie heißen die nochmal? Hackeschöhe. Zu den Hackeschöhen. Kack mit. Oh mein Gott. Das geht da lang. Was ist schuld, dass wir die S-Bahn verpasst haben? Marlena. Nein, deine. Hä? Marlena hat gesagt, wir laufen die Treppe. Und wer war die letzte auf der Treppe? Kommentar dazu? Wer war die langsamste? Genau, wer war die letzte auf der Treppe? Du? Lara. Nein. Stadion. Wir haben gerade richtig das Berlin live zu mich erfahren. Ey, voll! Ich fühle mich wie in Singapur. Gell? Ich bin auch Fleck am Arm. Wirklich? Das ist so groß. Zeig mal. Ew. Ew. Ew.
You disgusting. Nein. Wie viel? Kein Schlauer, der kostet 25 Euro. Was denkst du? 25 Euro wert oder nicht? In einem normalen Store würde der mehr kosten, also. Ich glaube, ich bin jetzt einzigartig. Vor allem mit dem Fleck. Der Laden hier ist nämlich ganz cool. Das ist auch ein Vintage-Laden. Und ja, diesen Pulli werde ich mir jetzt, denke ich, kaufen. Ich finde den echt nice. Wir waren gerade noch bei Mucci. Ich habe mir 2 Stifte gekauft. Sicher? Dass du die gekauft hast? Ganz sicher. Alter, ist die Folge. So, ich finde es voll komisch, nicht mich selber zu filmen, gell? Wir sind jetzt mittlerweile wieder bei Marlena zu Hause. Was? Die wird die ganze Zeit gefilmt. Nein, die filmt erst jetzt. Und wir gehen gleich Sushi essen und dann gehen wir noch was trinken. Ich habe richtig Bock auf Sushi. So, wir sind jetzt Sushi essen. Ich habe Miso-Suppe und Maki und Inside Out. Wir essen gerade schon, wir haben richtig Hunger, schon mega spät. Schon kurz zu erzählen. Und wir essen gerade Ingwer mit Sojasauce, deswegen. Ja. Boah. Geil. Und noch mehr. Guten Morgen, Freunde. Heute ist Day 2 in Berlin. Ich fahre heute auch schon nach Hause wieder, beziehungsweise ich fahre noch danach zu meiner Oma, weil es liegt auf dem Weg. Die wohnt in der Nähe von Hannover. Und heute ist Sonntag, deswegen wollen wir in den Mauerpark gehen, zu diesem Flohmarkt. Und ja, das ist der Plan. Darauf habe ich auch sehr Lust. Genau, wir haben heute schon gefrühstückt, uns ready gemacht, bisschen. Also hat mich jetzt nicht groß geschminkt oder so, aber ja. So ist es. Mussten halt gerade auch noch Sachen packen und so. Ich habe irgendwie voll lange geschlafen, bis 22:30, obwohl Zeitumstellung war. Das heißt, eigentlich habe ich bis 23:30 geschlafen. Wow. Was haben wir das hier? Wir sind jetzt auf dem Markt hier. Hier gibt es richtig schön Schmuck und so. Ich hol mir jetzt so einen veganen Burrito. Mega nice. Also wir sind gerade, wie heißt es nochmal? Mauerpark. Im Mauerpark auf so einem Flohmarkt. Ich habe so einen Burrito geholt. Ich habe vegan genommen. Mega geil. Echt, das ist vegan? Das ist mit Avocado. Schmeckt richtig geil. Und übrigens gibt es hier so richtig viel Food, auch so schwierig wie in so einer Doku. Koreanisches und Uruguayisches. Richtig fancy. Kann ich empfehlen. Ist mega cool hier. Jeden Sonntag. Ich weiß gar nicht, im Winter ist es, glaube ich, nicht. Yay. Ist nicht? Leute, ich muss sagen, ich finde richtig, richtig geil. Ich liebe ja Burrito und sowas. Marlene holt sich jetzt noch so einen Maiskolben. Hast du scharf? Das ist gerade voll scharf. Aber war da irgendwie Chili oder so, da wo ich gebissen habe? Ja, das ist Jalapeno. Ich bin nein. Sieht voll cool aus. Okay. Also wir sind jetzt fertig mit dem Flohmarkt. Kann ich sehr empfehlen, der war wirklich gut. Und vor allem der Burrito 10 out of 10. Und jetzt fahren wir noch in den Café, weil es ist mega kalt. Und dann geht's auch schon zum Bahnhof. Ja. Und ja, dieser Vlog ist ein bisschen weird, weil ich die ganze Zeit nicht selber gevloggt habe, sondern gefilmt wurde. Aber you know, ich hoffe, you like it anyways.
Das gibt mir jetzt da was im Gesicht. Wirklich? Ja, so was Gelbes irgendwie. Scheiße. Ich glaube vorhin, als ich beim Burrito-Essen gefilmt wurde, hatte ich auch einfach so ein Maiskorn in meinem Gesicht kleben. Lara hat mir das einfach nicht gesagt. Mensch. Freunde, ich bin jetzt gerade im Zug und bin gleich in Braunschweig, das heißt bei meiner Oma. Und ja, ich würde sagen, das war's dann auch mit diesem Vlog. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und folgt mir auf Instagram. Ich würde mich mega freuen. Und ja, ich muss sagen, es war echt ein schönes Wochenende mit den zwei. Und ja, ich freue mich jetzt, zu meiner Oma zu gehen. Bye!